So, auf jeden Fall, das ist wirklich eine neue Folge raus. Wir haben, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins mit der Mistquest Straßenkinder. Wir müssen Sandu rufen. Ja, man gebe ich halt Schiff, was da irgendwo gerade. Das ist es nicht. Mal kurz gucken. Das ist das Schiff. Wir sollen Kavit und die Kinder beim Schiff der Entführer finden. Die haben vier. Irgendein Hinweis? Fünf, also ein King dabei. Also so ein Hauptmann oder was auch immer. Gut, es scheinen wohl wirklich nur die Paar zu sein, Anführungszeichen. Und da ist das bunte Segel. Oh, Entschuldigung. Ich gehe jetzt über Land. Ist mir einfacher, als wenn ich jetzt über Wasser anreise. Weil vor allen Dingen ist es einfach ein bisschen unauffälliger. Und wenn ich mich nicht ganz so blöde anstelle, sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. So. Und für die Leute, die jetzt gerade hier was gehört haben, ja, ich habe eine Katze. So, gut. Die Banditen suchen nach dem Kind. Dieser Ort wird schwer bewacht. Na, ich muss jetzt natürlich, ich könnte natürlich jetzt voll drauf gehen. Das sind vor allen Dingen zwei. Sie können doch nicht weit sein. Hier hat sicher die kleine Hexe befreit, die das Schiff angezündet hat. Ich muss jetzt ein bisschen mit Geduld daran gehen an die Nummer. Sollen wir ein Feuer legen? Oh, der hat. Keine Chance. Scheiße. Scheiße. Ich muss mich mal gerade aus der Nummer rausziehen. Ich hatte den ja nicht gehabt mit dem Schnellangriff, den Nummer. Deswegen habe ich jetzt mal kurz gezögert. Naja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Es gibt ja sowas wie Checkpoints. Die Banditen suchen nach dem Kind. Was? Sicher die kleine Hexe befreit, die das Schiff angezündet hat. Noch nicht. Glaubst du, das war ein Teil eines größeren Angriffs? Hab allerdings sonst nichts mitbekommen. An uns kommt keiner vorbei. Hey, was? Da.
Tschüss. Was? Ich hab ihn! Ich hab ihn hier! Okay, so viel zum Thema. Es ist doch ein bisschen komplizierter. So, doch ein bisschen kompliziert, hätte ich nicht gedacht, dass wir die mal jetzt auch mal ein bisschen spannend machen. Die Banditen suchen nach dem Kind. Ist das nur für die Filme? Ja, ne? Also nur, in Verzeichen. Sie sind wie Vögel im Schild. Wir scheuchen sie auf. Die Haut ab. Ja, im Idealfall würde ich halt gerne einen am anderen mit dem Überraschungsangriff. Die Hexe befreit, die das Schiff angezündet hat. Eine Spur? Hat dir jemand gezeigt, wie man das benutzt? Hey. So, den ist schon mal. Bisher nicht. Der ist natürlich ein bisschen auf Alarmbereitschaft jetzt. Das ist super. So. Wir nehmen es mit, den Jagdbogen. Damit haben wir zwei schon mal weg. Unter anderem den Hauptmann. Ein Hinweis? Wenn wir die Kinder nicht finden, zieht uns Herrin Gaia die Haut ab. Noch einer weniger. Fehlen noch die zwei. Puh. Eine Spur? Nichts. So, der ist auch Geschichte. Und der Kollege wundert sich gleich, warum. Das war nicht beabsichtigt. So, jetzt ist irgendwann mal gut hier.
muss mit dem Kind reden. Ein Speer. Hauptmann getötet und den Speer geholt. Alles klar. Was? Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Klar. Göttermutter. Ja. So, sie wird in der Villa des Hathor-Tempels gefangen gehalten. So ist es richtig. Also geht die Nummer natürlich noch ein bisschen weiter. So. Da. Blöde Frage, keiner? Keine Feindpräsenz? What? Aha, ich dachte mir schon. Drei. Ja, schauen, ne? Aber erst in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Origins. Bis dahin, tschüss.